Hey Leute, ich bin an einem Punkt angekommen, wo ich nicht mehr wirklich weiter weiß. Na, die schlagen mir sofort auf die Linie. Wo ich wirklich nicht mehr weiter weiß. Es ist eine schamlose Grog-Reklame. Es ist aus Porzellan. Hi, ich bin Guybrush Threepwood und ich... Hör auf zu brüllen. Ich habe nicht gebrüllt, ich habe Okay. nur... Oh, ich habe einen schrecklichen Kater. Bring mir etwas, wovon ich einen klaren Kopf bekomme, und ich werde mit dir sprechen. Und sei leise. Gut, wir brauchen einen Spucknapf. Wie eklig. Ich schleppe nicht mehr die Spucke anderer Leute mit mir herum. Perfekt. Ich brauche Pfeffer. Es ist die Herzogin Creme von Meistersuppe, eine der Nudelmeistersuppes. Es ist eine Tür mit einem Bullauge für die gewisse nautische Note. Hier ist irgendwas kaputt. Es ist ein Haufen alter Porträts der Familie von Salat. Und ich dachte, die Meistersuppes wären ein unscheinbarer Verein. Von Salat. Ich habe keine Verwendung. Das will ich nicht durchschneiden. Da hängt ein Nagel. Es ist ein großer Nagel. Ich kann ihn nicht herausziehen. Warum kannst du nicht herausziehen, Guybrush? Wieso geht das nicht? Schau uns mal das Porträt an. Baron Karl Lambert Fressack Meistersuppe. Pionier der Crouton-Technologie. Er sieht dem Karl an der Bar ziemlich ähnlich. Es ist an die Wand genagelt. Minerva Stronaheim Meistersuppe. Baronin von Borscht. Ich trinke aber mal, während Gabriel redet. Sie ist verschlossen. Jetzt okay, das heißt, hier kommen wir nicht rein. Noch nicht. Bequem. Keine Zeit dafür. Ich muss meine Braut retten. Man kann auf den Friedhof schauen. Ich lasse es lieber offen. Da ist ein eigenartiger Geruch im Flur. Wie kommen wir denn jetzt an Pfeffer und so ein Scheiß? Wir haben nicht zufällig, wir haben nichts da. Nein, da will ich nicht lang. Liegen hier draußen nicht noch irgendwelche Sachen rum? Nee. Dann gibt's vielleicht Pfeffer bei ich hab keinen Plan. Vielleicht müssen wir ja zum Strand. Das Kissen dann mit dem Felsen benutzen, damit das Ei weich landet, das weiß ich noch. Nur mit meinen Händen kann ich ihn nicht fest genug schütteln. Der benutzt irgendwas anderes. Benutze einen Der Zauberstab. Zauberstab hat keine Wirkung darauf. Benutze noch seine Ich kann Hand. den Skelettarm nicht damit benutzen. Vielleicht können wir dran ziehen oder so. Nein. Haggis, hilf mir. Haggis? Hi. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache.
Ich werde dich mit einem schrecklichen Piratenfluch belegen. Du wirst durch die Schande deiner eigenen Schuld in den Wahnsinn getrieben. Die See hasst Deserteure und sie verschlingt sie. Wenn ich einen Kill tragen würde, würde ich keine hochglanzpolierten Schuhe tragen. Du wirst durch die Schande deiner eigenen Schuld in den Wahnsinn getrieben. Oh, mach dir keine Sorgen um mich. Mir wird es bald wieder gut gehen, Junge. Richtig gut. Ich mache das die ganze Zeit. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Ich werde euch mit einem schrecklichen Piratenfluch belegen. Könntest du Bill wie deine Freundin in festes Gold verwandeln? Ich vermute, das wäre keine große Bedrohung. Nee, Junge. Nee, Junge. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Wenn ich einen Kill tragen würde, würde ich keine hochglanzpolierten Schuhe tragen. Ja. Ach, bei meiner Großtante Wilfried. Du hast recht, Jungchen. Ich hätte mich am besten in Acht genommen. Aua. Ihr Meuterer hättet euch besser in Acht genommen. Aufpassen, wovor? Nun, vor einer Sache. Die See hasst Deserteure und sie verschlingt sie. Nee, Jungchen. Die See hasst telefonierende Winkeladvokaten, die während der Essenszeiten anrufen. Es sind die Alpen, die ein Deserteur hasst. Ah, Mist. Ich bring die beiden Sachen immer durcheinander. Die Alpen hassen Deserteure. Ich lass dich wieder an die Arbeit. Leg sie hin. Du kannst sie haben, wenn du mir etwas gesucht hast, mit dem ich das Schiff lecken kann. Hier kriegst du einen Korken. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich glaube nicht, dass er das mögen. Ich glaube nicht, dass er. Nicht? Ich glaube nicht, dass. Ich glaube nicht, dass er. Ich glaube nicht, dass er. Okay. Dann zum Dorf. Hier irgendwas rum. Ziertotenköpfe. Hey, das sieht aus wie ein Schiffskapitän, erster Mat, ein Professor und der Rest. Nein. Hier ist nichts. Hey! Verschwinde hier! Du störst die Zeremonie! Die ist ja schon vorbei. Naja. Also hier haben wir auch keinen Pfeffer. Ah, wie kann man da nochmal dran? Das habe ich immer wieder zwischendurch mal. Ein, zwei Passagen, wo ich den totalen Hänger habe. Ja, hier. Hier mal Pfeffer. Ich Idiot. Müssen wir noch irgendwie an das Ei rankommen. Ich kann keinen Pfeffer damit benutzen. Ich kann keinen Pfeffer damit benutzen. Mach mal den Messbecher voll mit Meerwasser. Gut, das geht auch. Er ist voller Seewasser. Ich kann keinen Pfeffer damit benutzen. Können wir Hundehaar da rein? Damit kann ich das Hundehaar nicht benutzen. Nein. Ist Ei. Nein. Sprich mit Gummibaum. Nein. Pfeffer, jetzt beginnt dein Abenteuer. Was? Es ist Chili-Pfeffer. Ich bin noch nie ein guter Koch gewesen. Okay. Da steht, besuche Big Whoop für eine Ewigkeit der Pein und Qual. Ich meine, Spaß und Frohsinn. Wenn du ein Pirat mit stabiler Wirbelsäule und hoher Schmerztoleranz bist, jedoch ist hoher Schmerztoleranz durchgestrichen und durch Verlangen nach Abenteuer ersetzt worden. Okay. Dann ist Big Whoop genau das Richtige für dich. Besuch Big Whoop. Sofort. Es sind keine Bilder oder Karten drauf. Da steht nur, es ist ein Heidenspaß. Ehrlich.
Er hat mich überzeugt. So, das nützt uns ja alles nichts. Der Kleister nützt uns nichts. Captain X Rasierseife nützt uns. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Komm ich nicht ran. Komm jetzt wahrscheinlich. Das braucht nicht eingeseift zu werden. Da geht noch gar nichts. Wir müssen zum Friedhof. Nehmen uns mal Meißel. Das ist auch ein Hammer. Perfekt. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Nein. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Noch eine Säge irgendwo? Särge. Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Nimm dir einfach ein paar Werkzeuge, Guybrush. Die sind viel zu alt, um je wieder nützlich zu sein. Es ist eine Schleck- und Kleckerwerkbank. Ich wollte immer eine haben, aber nee. Ich kann den Meißel nicht damit benutzen. Ich kann gerade niemanden darin sehen. Es ist fest. Ich kann den Hammer nicht damit benutzen. Ich muss kurz einen Cut setzen. Weiter geht's. Ich kann den Skelettarm nicht damit... Ich glaube, wir haben noch nichts, was wir hier benutzen könnten. Vielleicht können wir mit Hammer und Meißel das Ding umhauen. Glaube ich eher weniger. Ich bin aber auch gerade irgendwie ein bisschen einfallslos. Gut. Ich kann das eigentlich damit benutzen. Wofür haben wir den Messbecher mit Wasser gefüllt? Egal. Ab zum Hotel. Vielleicht müsste das Wasser in das leere Glas füllen. Ich kann den Messbecher nicht damit benutzen. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Ich habe dieses Ei fürs Antikatermittel gefunden. Danke. Danke. Hier ist eine wilde Pfefferschote fürs Antikatermittel. Danke. Und hier haben sie noch Haare eines Hundes, der mich gebissen hat. Hier ist etwas Haar von dem Hund, der mich gebissen hat. Danke. Alle Zutaten, die ich benötige. Lass mich leise eine Ladung mischen. Ganz leise. So, fertig. Viel besser. Ja, will gerade sagen. Hier, den Rest kannst du behalten. Ich glaube nicht, dass wir uns kennen. Wer sind Sie? Ich bin Grieswald, letzter der Meistersuppes und Eigentümer dieses Hotels. Sie haben vielleicht von uns und unserem Suppenrestaurant Imperium gehört, das sich über die ganze Karibik erstreckt. Nun. Nein. Das war einst unser prächtigster Erholungsort. In den letzten Jahren sind jedoch harte Zeiten über die Familie Meistersuppe hereingebrochen. Und sie haben mich alleine in diesem modrigen Hotel gelassen. Das Meistersuppe Kolonialhotel und Casino. Was wissen Sie über den verlorenen Ring von Blood Island? Das ist ein sehr trauriges Kapitel in der Geschichte meiner Familie.
Meine Großtante, Minestrone Meistersuppe, war ein gut situiertes Mitglied der Blood Island Gesellschaft. Ihre einzige Schwäche war ihre romantische Art. Sie hatte etwas übrig für Piraten und für einen davon ganz besonders. Er kam in den Hafen, sie verliebte sich auf der Stelle und innerhalb einer Woche waren sie verlobt. Dann, am Abend vor ihrer Hochzeit, stahl er den fantastischen Meistersuppe-Diamanten von ihrem Ring und verkaufte ihn an Schmuggler auf der Totenkopfinsel. Sie trug den leeren Verlobungsring an ihrem Finger bis zu dem Tag, an dem sie starb, welcher nicht viel später war. Manche sagen, dass sie immer noch in der Gruft der Familie Meistersuppe spukt. Es ist eine traurige Geschichte, oder? Oh, Entschuldigung, ich habe nicht zugehört. Könnt ihr das wiederholen? Hau bloß ab, Suppenkasper! Also, Minestrone wusste ich bisher noch nicht. Gab's letztens bei meiner Arbeit mal zu essen. Das ist einfach, das ist eine Gemüsesuppe. Das ist Minestrone. Also Minestrone Meistersuppe ist Gemüsesuppe Meistersuppe. Ich möchte einen Drink, bitte. Sicher. Was hätten Sie gerne? Nochmal kurzer Cut. So, weiter geht es. Ich möchte etwas Raffiniertes mit einem Schuss Eiche. Geben Sie etwas, das meine Nebenhöhlen befreit. Ich nehme einen Drink, der nur so nach weiter Welt riecht. Geben Sie einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Geben Sie mir einen großen, fruchtigen Drink mit einem Schirm drin. Gute Wahl. Es ist der köstliche Geschmack der Inseln. Hergestellt aus Zitronen, Grapefruit und Hackfleisch. Bah! Hey, kriege ich nicht einen dieser dekorativen Schirme für meinen tropischen Drink? Ich glaube, wir haben keine. Nein, ich habe mich vertan. Ich habe diesen hier. Er hat mir den Regenschirm reingepackt, ey. Pisser. Guck mal, einen karibischen Kollaps. Ach, Papa Pichu. Hier hast du deinen Becher zurück. Nimm diesen Papa Pichu. Ja, immerhin haben wir den Regenschirm bekommen. Rübe frei. Nein, wir wollen so ein komisches. Sehr schläfrig. Anhang B. Anhang C. Mit fliegenden Hafen abschmecken? Die Sätze ist absichtlich leer. War ja auch die letzte. Papichu. Können wir mit der Meißel vielleicht? Ja. So, mit dem Käse verziehen wir uns jetzt auf dem Vulkan. Wie geht's? Ja, wir sehen toll aus. Jetzt hoch. Und einfach Käse reinwerfen. Du Dummkopf! Du hast einem laktoseallergischen Vulkangott Käse gegeben. Weißt du, was das heißt? Du hast den göttlichen Durchfall heraufbeschworen. Ja! Rennt um euer Leben! Yay, Vulkanausbruch! Ja, immerhin läuft der jetzt wieder heiß. Da hinten läuft jetzt alles runter. Puh, das war spektakulärer, als ich gehofft hatte. Als ich gehofft habe. Wir haben immer noch Käse, wir können immer noch Nacho-Reste machen oder so ein Scheiß. Ich glaube, in dem Topf müssen wir diesen Teerersatz anrühren.
Da war was. Okay, müssen wir noch was reinpacken? Tofu vielleicht? Ich will das Tofu nicht kochen. Okay. Rübe frei. Die Flasche ist verschlossen. Ja, dann öffne sie. Verdammte Kindersicherung. Ich bekomme sie nicht auf. Ja, kenne ich. Drücken und dann nach links ist der Trick. Seife? Das braucht nicht eingeseift zu werden. Gold? Das benötigt keinen Goldzahn. Der geschmolzene Käse sieht aus wie gelber Teer. Ich schätze, ich schleife das mal runter zu Haggis. Ja. Hier, Haggis. Dieses Zeug sollte dabei helfen, das Schiff zu flicken. Ei, Jungchen. Das sollte es wirklich. Die Konsistenz von Teer, aber mit leichtem Pfeffergeschmack. Nun, kann ich jetzt deine Lotion haben? Ei, Jungchen. Schnapp sie dir. Viel Spaß beim Flicken eures Bootes mit Käse. Gut, jetzt habe ich Seife. Müssen wir aber auch nicht sehr viel, Leute. Deswegen mache ich jetzt hier Schluss und wir sehen uns am morgigen Tag wieder. Tschüss.